Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Freitagmorgen, 10 ab 8. Jetzt hat der Bauerhaus die Premiere mit dem Horschgrupper. Ich brauche den zum ersten Mal auf meinem Feld. Und wie gesagt, gestern geholt in der LMG Grasswil. Dort haben sie nachträglich noch den Hydraulikzylinder zur Tiefenverstellung montiert. Und ist natürlich toll mit der Anzeige, wie tief der fährt. Man kann schnell während der Fahrt ändern. Ich bin jetzt gespannt, werde hier auf diesem Feld ein Stück gruppen, um Gründüngung zu säen. Und ein zweites Feld, drei Felder. Diese Scheibe muss hinausgestellt werden. Ich denke, gefährlicher ist es, wenn man nach Hause fährt und die Scheibe vergisst, wieder reinzustellen, ist dann die Maschine nicht 3 Meter breit, sondern plötzlich 3,50 Meter breit. Aus dem 311 Fett. Ja. Der Horst da hinten, der braucht was. Ja, muss der Bauerhaus einen stärkeren Traktor kaufen? Was meint der YouTuber? Soll ich das machen? Ja, da setzt der Vario selbst Grenzen. Es ist schwierig, den Fett überhaupt über längere Zeit zu überlasten. Der läuft jetzt nicht mehr bei 1800 Umdrehungen, die 7, etwas Stundenkilometer. Eingestellt habe ich 10, also er möchte mehr, aber er kann nicht. Ja, hier im ehemaligen Rapsfeld, das ich da jetzt gruppere, da hat es recht. Entgegen, der Boden hier ist hart und mehr als 10 cm tief mit Flügelschar kann ich da nicht fahren, bringe ich keine Geschwindigkeit mehr hin, aber es reicht ja, mehr braucht es auch nicht tiefer. So, 9 Uhr, Kaffeetime und ich nehme mir die Zeit und fahre schnell nach Hause, um einen Kaffee zu trinken. Es ist ja nicht weit, nicht einmal 1 Kilometer, denke ich. Da kann man das schon machen. Und dann sehe ich auch gerade, dass meine zwei polnischen Mitarbeiter, die haben Boxen geholt, weil wir am Sonntag Kartoffeln roden wollen. Ob die zu Hause sind, ob es gut gegangen ist, bin ich da gerade auf dem Laufenden.
Ja, wie ich schon sagte, dieses Teil muss man reinstellen, weil hier ist 3 Meter breit und das ist mehr. Und das ist im Hause passiert. Das erste Mal nach Hause gefahren und das Teil nicht reingestellt. Ui, ui, ui. Ja, bringt nicht viel. Niemand da. Meine 2 Mitarbeiter wohl noch auf der Straße oder im Dialog in der Kartoffelzentrale, ich weiß nicht wo. Meine Frau ist auch weg. Der Hausi trinkt seinen Kaffee alleine. Ja, gut gegangen. Bin zufrieden. Noch 3 Hektar Gruppen. Gefällt mir der Horstgrupper. Arbeitet gut. Was mir sehr gut gefällt, ist der kleinere Zinkenabstand macht nachher wenige große Kluten. Und das Bild auf dem Feld wird viel feiner, viel besser, um da nachher einfach Gründüngung reinzusehen. Ja. Horsch ist eine gute Maschine. So, YouTuber. Jetzt ist der Hausi am Passelia sehen. Mit dem Horschgrupper vorbereitet das Feld. Und ich muss sagen, super. Genial hat er das gemacht. Das geht sehr einfach jetzt da mit meinem Klingenrotor und Sämaschine da Passelia reinzusehen. Ja, und ich denke sicher Passelia. Ja. Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß. Ich hoffe jetzt auf einen milden Herbst, damit das Phacelia noch wächst. Und nächstes Jahr wird es hier Saatkartoffeln geben. Wie gesagt, Phacelia Gründüngung. Dann werde ich nur Gruppen und weiß noch nicht wie pflanzen. Zweiphasig oder All-in-One. Das wird sich dann noch herausstellen. Ich habe richtig Freude, was da der Horschgrupper gemacht hat. Wirklich gut befahrbar, schön rückverfestigt für eine flache Phacelia-Saat. Sehr gut. Ja, vorne die Prismenwalze macht auch immer gute Arbeit, speziell wenn es einigermaßen trocken ist. So, fahre da weiter mit Phacelia-Saat, habe da noch 1 Hektare zu säen. Hatte das Problem, dass die Sämaschine zu viel säte. Ich habe abgedreht auf 8 Kilo die Hektare. Ich habe hier auf Stellung 10 begonnen und bin jetzt zurück auf Stellung 3. Man musste immer schließen und schließen, aber die ganze Zeit zu viel rausgelassen. Und vielleicht jetzt auf Stellung 3 ist jetzt zu wenig. Ich weiß es nicht genau. Das Schlechte daran ist, 10 Kilo Phacelia kosten 100 Franken. Das ist ja verrückt. Ja, wenn man da zu viel sät, das geht ins Geld. Und dann noch die Unsicherheit, ob es auch noch recht keimt, weil ich so spät bin im Jahr. Der Hausi war nicht schnell genug. Ich weiß auch nicht warum. Hat einfach nicht gereicht. Hat einfach nicht gereicht. Okay, wir starten.
Es ist wieder mal 9 Uhr. Und was heißt das 9 Uhr beim Bauerhause? Kaffeetime. Jawohl. Das muss so sein. Und am liebsten noch ein Stück Schokolade dazu.